Hallo und willkommen zu dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Heute ist richtig mieses Wetter. Es regnet, es ist kalt. Zeit für richtiges Soul Food und zwar das hier. Das hier sind Dry-Aged Tajima Wagyu-Rouladen aus dem Dutch Oven. Und wie ihr die macht, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meine Dry-Aged Tajima Wagyu-Rouladen aus dem Dutch Oven brauchen werde. Los geht's mit dem Fleisch. Das hier sind 538 Gramm Tajima Wagyu-Rouladen, drei Stück an der Zahl. Dann brauche ich Bacon, Zwiebeln, bisschen Suppengemüse, Rinderfond, Gewürzgurken, Senf, Gewürzmischung, da benutze ich hier die Wild West. Ein bisschen Rotwein werde ich brauchen und Olivenöl. Das sind die Zutaten, die wir brauchen. Die Kohlen glühen jetzt schon vor und dann fangen wir mal an, die Sachen klein zu schneiden. Hier habe ich jetzt erstmal alles vorbereitet, was ich für die Rouladen an sich erstmal brauchen werde. Hier ist also das Rouladenfleisch. Dann werde ich so Holzspiekerchen brauchen, den Bacon, den Senf, die Gewürzgurken, rote Zwiebeln und die Gewürzmischung. Los geht's jetzt damit, dass ich hier diese rote Zwiebel erstmal in ganz, ganz, ganz feine Scheibchen schneide oder Streifen schneide. Und das gleiche mache ich jetzt mit der Gurke, die muss nicht ganz so fein sein, aber auf jeden Fall in ein paar Streifen schneiden. So, als nächstes wird jetzt die Roulade innen erstmal mit ein bisschen Senf bestrichen. Ich habe hier so einen richtig schönen grobkörnigen Senf. Dann habe ich hier die ganz fein geschnittenen Zwiebelringe. Dann habe ich hier den Bacon. Und wie ihr seht, lasse ich hier oben immer so einen Rand frei. Das wird nachher das Ende sein, wo ich es aufrolle. Weil wenn ich das bis zum Rand oben hoch machen würde, wird es dann oben einfach nur noch raussuppen und das wollen wir natürlich nicht. So, Zwiebeln sind drin, Senf sind drauf. Jetzt, was jetzt noch fehlt, ist die Gurke. Und zum Abschluss würze ich das Ganze jetzt noch mit ein ganz wenig von der Wild-West-Mischung. So ein Dutch-Oven-Gewürz. Wirklich nicht viel. Und dann wird die Roulade aufgewickelt. Dafür am Ende wirklich stramm einrollen und auch ein bisschen Spannung aufbauen. Also immer wieder ein bisschen ziehen. So sieht das Ganze dann aus. Und da, wo das Ende überlappt, nehme ich mir jetzt hier diesen Holzspatel und fixiere quasi die Roulade. Die ist jetzt fertig vorbereitet, die anderen mache ich jetzt fertig und dann geht es gleich am Dutch Oven weiter. So, da liegen sie also fertig vorbereitet. Wir sind heute ein paar mehr Leute, deswegen habe ich mal 6 Rouladen gemacht. Aber schaut euch die Marmorierung an, der Knaller. Da freue ich mich richtig drauf und jetzt geht's rüber an den Dutch Oven. Den Dutch Oven habe ich mir heute hier in meinen Webergrill reingesetzt. Das Wetter ist mir zu unbeständig, es regnet die ganze Zeit. Da kommt jetzt ein bisschen Öl rein. Und dann werden die Rouladen scharf angebraten. In der Zwischenzeit, wo die Rouladen jetzt anbraten, schneiden wir das Grünzeug mal noch klein. Als Grünzeug hätte ich hier Lauch, Sellerie, Karotten und noch ein paar Zwiebeln. Und das wird jetzt einfach alles in kleine Stücke geschnitten. Bei den Zwiebeln brauchen wir uns nicht ganz so viel Mühe geben. Die fallen eh auseinander. Einfach grob zerhacken. Bei der Karotte einmal in der Mitte durch und dann so Stücke draus schneiden. Den Sellerie schneide ich auch einfach in ganz, ganz kleine Stücke. Und beim Lauch
nehme ich die äußeren Blätter ab, habe ich schon gemacht. Und dann schneide ich da jetzt einfach Scheiben draus. Damit ist das Gemüse dann vorbereitet und wir schauen nach den Rouladen. Da war ich leider ein bisschen schnell. Die Rouladen, die ihr sehen könnt, sind jetzt schön angebraten. Die habe ich aus dem Dutch Oven rausgenommen. Dafür jetzt das Gemüse in den Dutch Oven rein. Das braten wir jetzt erstmal an. Wenn das Gemüse dann schön weich ist, gieße ich jetzt schon mal gute 200-300 Milliliter Rotwein an. Was ein Duft, kann ich euch sagen. Und dann setze ich meine Rouladen wieder in den Topf rein. Als nächstes gieße ich jetzt ein Glas Rinderfond mit hier rein. Und nochmal 200 Milliliter Rotwein. Das lasse ich jetzt kurz warm werden und dann müssen wir noch an den Kohlen, die unter dem Dutch Oven sind, etwas ändern. Denn jetzt garen wir mit direkter Hitze. Das wollen wir natürlich nicht auf die ganze Zeit. Zum Anbraten war das eine super Geschichte. Aber gleich müssen die Kohlekörbe noch an die Seite. Aber lassen wir das Ganze erstmal warm werden. So, wie ihr sehen könnt, kommen jetzt hier die ersten Bläschen. Das heißt also, das Ganze wird warm und es soll ja nicht kochen, es soll ja schmoren. Ich nehme jetzt den Dutch Oven mal kurz runter und habe hier meine Kohlekörbe und die schiebe ich mir jetzt nach außen und setze den Dutch Oven wieder ein. Jetzt noch den Deckel drauf. Und jetzt muss ich natürlich den Grill verschließen, damit wir mit der heißen Luft von den Kohlen garen können. Also Deckel zu. Und das Ganze braucht jetzt gute 2 Stunden. Also Deckel zu und warten. Gute 2 Stunden später machen wir mal auf. Die Temperatur im Grill war während der 2 Stunden die ganze Zeit so zwischen 150 und 160 Grad. Das heißt also, wir haben wirklich langsam geschmort. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Ihr könnt sehen, dass also von der Flüssigkeit schon relativ viel verkocht ist. Ich werde jetzt die Rouladen rausnehmen und dann schauen, ob ich die Soße noch andicken muss oder werde versuchen, erstmal da das Gemüse vielleicht mit einem Schneebesen noch ein bisschen kleiner zu bekommen. Wir schauen mal. Aber der Duft, Leute, ist der absolute Hammer. So sehen die Rouladen aus. Die kommen mal gerade beiseite. Also andicken brauche ich da nichts mehr. In dem Moment, wo ich jetzt hier mit dem Schneebesen durchgehe und das weichgekochte Gemüse klein mache, dickt die Soße natürlich wunderbar ein. Also Leute, der Duft, der da einem entgegenschlägt, der ist absolut fantastisch. Und jetzt schnappe ich mir hier so eine Roulade. Und etwas von der Soße. Und so schaut das Ganze dann fertig aus. Dry-Aged Tajima Wagyu Roulade aus dem Dutch Oven. Der Hammer. Und jetzt wird endlich probiert. So, da ist sie also, meine Dry-Aged Tajima Wagyu Roulade. Und jetzt wird probiert. Der Duft ist auf jeden Fall schon mal der Knaller. Ich habe mir hier schon mal so ein Eckchen abgemacht. Das Fleisch ist auch beim Schneiden bzw. Schneiden. Müsst ihr das gar nicht. Ich habe das einfach mit der Gabel zerteilt. Das ist so weich. Und so saftig und so lecker und so... Oh. Der Knaller. Also wie gesagt, das Fleisch nach 2 Stunden Schmoren natürlich total weich, super saftig, toller Geschmack mit der Gurke und dem Bacon. Oh, klasse, jetzt noch ein bisschen was von den Kartoffeln und der Soße. Ich habe da kein zusätzliches Salz oder dergleichen rangetan. Ja? Das, was an Gewürzmischung in der Roulade drin war, ist so geblieben. An die Soße selber kein zusätzliches Salz mehr rangetan. Wir hatten ja den Rinderfond mit dran. Das reicht vollkommen aus. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Rouladen aus dem Dutch Oven ist wirklich Soul Food. Das hebt die Laune bei so wirklich miesem Wetter enorm. Also, immer ran und viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, könnt ihr das jetzt sehr gerne
Da oben in der Ecke nachholen, einfach draufklicken, den Kanal abonnieren. Ihr verpasst so keine Folge und wir sehen uns jeden Donnerstag pünktlich um 19 Uhr. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.